Letztes Spiel hast den Ton nicht aufgenommen. Ich hoffe mal, das ist gefixt. Machen wir mal weiter. Er fängt jetzt nicht direkt bei Akt 2 an, fängt nur mal hier an. Ich weiß nicht, wieso er das macht. Wir machen jetzt gleich hier nochmal. Die drei Curses. Die sind gleich. Und auch die Relics sind gleich. Wäre jetzt komisch, wenn es anders gewesen wäre. Oder wäre ärgerlich. So, Geld haben wir ein bisschen. Hier rum ist gut, glaube ich. Dann haben wir zwei Gegner und einen Shop. Die drei Schiffs haben wir jetzt durch unser Relic, das sieht man hier oben in der Kamera nicht. Also, 8 Damage für alle. Backstep. Hier haben wir jetzt die Curses drin. Am Ende der Runde kriege ich ein Weak, weil ich das in der Hand habe. Wir haben jetzt noch keine Karte, um zu discarden, kriege die nicht weg. Aber das ist nicht so schlimm. Die Schiffs können wir alle spielen. Hier 8 Damage Karte ziehen. Defend brauchen wir eigentlich nicht. Aber das Blur kriegen wir 5 Block, sonst wird nicht removed. Machen wir hoch auf 10. Und die 10 Block haben wir jetzt immer noch. Und jetzt greift er ja an. Genau, Injury war der dritte Curse. Der ist einfach bloß eine nutzlose Karte. Jetzt macht er 20 Damage. Machen wir Weak. Der hat jetzt hier unten Artefakt, das unterste. Und Weak ist ein Debuff und den negiert er einfach. Das heißt, es hat jetzt nicht funktioniert mit dem Weak, aber es geht ein Artefakt weg auf jeden Fall. Wir können eh wieder alle spielen. Drei Schiffs. Hier ist jetzt unsere Alchemy, eine Potion Exhaust. Kriegen wir hier oben. Poison. Heben wir uns mal auf. Blocken wir erstmal. Karte ziehen. Er macht halt 20 Damage und ich will jetzt keine Potion. Wir machen die 8 Damage und kriegen jetzt zwar 15 von ihm, sind jetzt runter auf 44. Genau, jetzt kann ich hier zum Beispiel Survivor und kann jetzt auch so einen Curse discarden. Ich brauche halt irgendwie besseren Angriff. Ich bin viel zu viel Block, viel zu wenig Angriff. Na, ich hätte blocken sollen. Ja, wir haben viel zu wenig Angriff. 20 Damage, also Potions sind ja voll. 7 Damage und ein Weak, dann macht er weniger Schade, die Gegner. Oder Slice, ist kostenloser Angriff. Ja, mal Slice, kostenlos ist immer gut. Die hier, die muss man jetzt relativ schnell töten. Also die klaut einem 15 Gold immer, wenn sie angreift und nach 3-4 Runden verschwindet sie. Und dann ist das Gold weg. Das nächste, was auf der Karte kommt, wäre ein Shop. Also es wäre ärgerlich. Also erstmal 8 Damage für beide. Backstep, Slice ist kostenlos. Und jetzt benutze ich mal die Poison Potion auf den hier. Das heißt, er kriegt jetzt am Ende der Runde 6 Schaden. Nächste Runde 5, dann 4, dann 3, dann 2, dann 1, bis das Poison weg ist. Aber das ist der grüne Balken hier, das kriegt er jetzt an Giftschaden. Gucken wir mal, dass man den hier als erstes wegkriegt. Kann eh alles spielen. Defend, Defend und dann kriegen wir noch eine Potion.
Dexterity, das war das, was unseren Block erhöht. Jetzt sind wir schon runter auf 14. Das ist nicht gut. Der ist tot. Der macht bloß noch 7. Jetzt sind wir schon runter auf 11. Wird gefährlich alles. Also Block, nochmal Block. Dann kriege ich ihn noch nicht tot. Die beste Decks sind meistens schnelle Angriffs. Also diese Runde will er jetzt abhauen. Das heißt, man sollte ihn töten, aber das könnte auch hinkommen. 6, 6. Passt gerade so. Backflip, 5 Block, 2 Karte ziehen. Dodge and Roll, die Karte ist eigentlich nicht so gut. Und Bane, 7 Damage. Und wenn er vergiftet ist, nochmal 7. Machen wir jetzt Backflip. Karte ziehen ist immer gut. Jetzt gehen wir zum Shop. Machen wir mal Card Removal. Machen mal so ein Curse weg. Kostet 100 Gold halt. Was haben wir hier an Karten? Brauchen wir eigentlich nichts. Hier könnte ich 2 Skills upgraden, wenn ich das kaufe. Kommt nochmal ein Shop. Also da oben kommt gar kein Shop mehr, das heißt, das ist jetzt der letzte Shop. Also upgrade. Jetzt haben wir 2 Defense geupgradet. Die 2 hier, der macht jetzt 8 Block und der. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Machen wir mal Fragezeichen, hier oben können wir uns heilen. Okay, remove all curses from your deck. Hätten wir uns die 100 Gold sparen können, aber bei den Fragezeichen weiß man ja nie. Der Battle hier, der will jetzt Geld, das haben wir nicht. So, also ihr seht es jetzt nicht durch die Cam, aber wir haben bloß noch 11 Hitpoints. Das heißt, wir heilen jetzt. Durch unser Kissen, was wir auch hier oben haben, kriegen wir 15 extra. Jetzt sind wir wieder auf 47. Könnte ich hier einen Elite-Gegner machen, der gibt, wenn man besiegt, immer ein Relic, was sehr gut ist, aber die sind auch sehr mächtig. Das machen wir jetzt nicht, jetzt gehen wir hier rechts rum. Wieder Standard, 8 Damage und man tötet als erstes mal den vorderen. Das Footwork, das machen wir ganz am Anfang, weil dann gilt es die ganze Zeit. Und nächste Runde mehr Energie. Kostenlos, kostenlos, da muss man nicht überlegen. Dann ziehen wir mal 2 Karten. 3 Schiffs machen wir auf den. Also das ist der indische Heiler, der heilt immer beidem. Jetzt wahrscheinlich. Jetzt hat er beide für 16 geheilt. Karte ziehen. Und jetzt nehmen wir die mal 7, die mal 10, also nehmen wir unsere gute Defense. Und uns fehlen eindeutig Angriffskarten. Nee, Potion lohnt sich jetzt nicht. So,
So, steh schon mal weg. Karte ziehen, kriegen wir das noch unter, aber der hat es eh geblockt. Karte ziehen. Mehr Energie. Ja, die Potions, die bringen uns nichts. Hier können wir noch Karte ziehen. Fünf Block, noch mehr Block. Cannon be played, wenn keine andere Karte mehr in der Hand sind. Das passiert nicht. Die kennen wir ja. Und die kennen wir auch. Wir brauchen Attack-Karten. Die Schlange, die macht jetzt hier Powerful Negative Effekt. Was die macht? Die macht Confused. Das heißt, unsere Karte kostet dann zufällig. Also hier sieht man jetzt ja oben links immer den normale Preis. Und das verändert die jetzt. So, schon mal runter auf 80. Ach, trinken wir halt die Dexterity Potion. Was kriegen wir? 12 Block. Für einen Notfall. Also die Block Potion hier oben. Perplexing Glaze hat er gemacht. Whenever you draw a card, randomize its cost. Die kostet jetzt alle zufällig. Die sind jetzt alle teure geworden, das ist doof. Und extra Energie. Jetzt kriegen wir wieder 8 Schaden. Okay, aber die ist kostenlos. Und die, und die. Jetzt weiß ich nicht, ob ich schon die Block Potion. Benutzen wir sie. Mehr die Alchemie-Karten. So, mehr geht nicht. Also mehr dann noch die Ice Cream hier oben. Das heißt, die Energie, die übrig bleibt, übernehmen wir in die nächste Runde. So, jetzt kriegen wir einen Tod. Ja, wir brauchen mehr Damage. Ich mache jetzt mal hier einen Cut. Geht's gleich weiter.